Training simulieren. Und dann gucken wir mal im Posteingang. Für das Nationalteam abgestellte Spieler. Vuskovic für Kroatien, Vega Mexiko, Hasan für Katar und Suhonen für Finnland. Alle klar. Länderspielpause. Und das passt auch schon mal. Schalke ist daran interessiert, Hasan zu holen. Okay. Ich bin ehrlich gesagt sogar mit der Summe zufrieden. Ich würde da gar nicht mehr großartig verhandeln. Wir können ihn haben. Im Winter. Warum auch Winter gerade nicht einfallen wollte. Naja, egal. So. Also in der Wintertransferphase. Tabellarisch. Haben die Punkte was gebracht? Ja, wir kommen oben heran. Aber Freiburg und Leverkusen sind auch dicht auf den Fersen. Also der Sieg war schon wichtig. Als nächstes... Okay, Matthias Tell. Da bin ich mal interessant. Interessieren die interessant? Finde ich interessant. So. 68. Also den müsste man noch richtig fördern, den Jungen. Kramberg auch noch nicht. Silas noch nicht. Warte mal, einer war da noch. Ah, Diatta. Okay, das ist interessant. 15 Mille. Wie viel haben wir an Budget? Budget. Finanzen. Ich würde mal sagen, nicht viel. Ja, der wird, denke ich mal, zur neuen Saison. Falscher Knopf. Verdammt. Naja. Es sei denn, es würde im Winter noch was Großartiges passieren, noch einen Transfercup geben, aber ansonsten würde er, denke ich mal, neue Saison oder so kommen, so Training simulieren. So. Glatzel brilliert bei Ajax Amsterdam. Nice. Also hat der Wechsel für ihn karrieremäßig auch nochmal was gebracht. Das freut mich. War das gerade Terodde? Ah, hier, Abdelkarim Hasan. Der Deal ist fix. Warum auch keine Cutscene kommt gerade? Ich weiß es nicht. Naja, C ist okay, aber Hasan. Adieu, wir haben ja Scully, Mikkel Bronsies. Schonlau, Vuskovic. Schauen wir mal. So, ich gucke hier nochmal durch. Hier war doch gerade nämlich noch Terodde gewesen, oder nicht? Werner holt Spieler-Award. Verzichte künftig auf Hasan, das ist richtig. Hatte ich nicht gerade? Ich gehe mal kurz bei den News, ich will mal gucken. Nein, nicht Training, ich möchte bei den News gucken. Wo kann man zu den News? X. Läuft einfach. Vereins-News. Was war das? Transfer-News. Ich guck mal ganz kurz. International ist es ja, glaube ich, ne, wo die hier gewechselt sind. China. Oder wo steht das? Eilmeldung. Steht nicht mehr. Ich dachte, das war Terodde, aber nö. Da war ich halt zu schnell gewesen. Schade. Okay. Naja, so. Oder steht hier rechts noch irgendwas? Nein. Okay. Dann geht es jetzt gegen die Wölfe. Wir simulieren nochmal. Dann geht's weiter. Abschlussbericht, Abschlussbericht. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Hasan verkauft. Positionswechseloption bei Marlon Schäfer. Mal gucken, er hat jetzt eine 52? Nicht viel. Entwicklungsplan. Ein Flügelspielmacher, schwacher Fuß. Würde schießen und so hochbringen. Ja, komm. Weil er hat nämlich gut Tempo. Vielleicht kriegen wir da noch was gerettet. Er ist ja 15, da kann noch viel passieren. So, Training simulieren. So, jetzt wird hier Belgien angezeigt. Ja, es war eine Länderspielpause. Das andere kennt man ja. Wir machen weiter. Und noch mehr Abschlussberichte. Grabenberg, Silas, Nübel, Ehrendingschi, Felix Akku. Felix Akku würde mich interessieren. 74, okay.
Silas hat eine 77. Okay, der hat eine 68. 82er Gramberg, alle klar. So, wir simulieren wieder. Und dann. Danach kommt ja auch schon direkt Schalke. So, Partie spielen in der Volkswagen Arena gegen die Wölfe. Aber ich werde was ändern. Königsdörfer geht runter. Demirovic wird von Anfang an spielen. Und Königsdörfer wird für Jatta. Und Dompe kriegt tatsächlich auch mal wieder. Kann Scully Innenverteidigung? Nee. Okay, dann wird Vega später reinkommen, wird Dompe jetzt mal wieder von Anfang an spielen. So, dann würde ich sagen, let's go gegen die Wölfe. Wird auch im Schnee, okay, 4 Minuten auch komplett selbst gespielt.